mein Tor möchte nicht stehen bleiben. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder bei meinem neuesten Video mit dabei seid. Ich habe heute wieder eine Rezension für euch und zwar sprechen wir heute über die Götter von Asgard von Liza Grimm bzw. Jennifer Jäger. Das Buch ist im Drömer Knauer Verlag erschienen und es ist für 12,99 € überall erhältlich. In dem Buch geht es um die Studentin Ray. Ray ist sozusagen das schwarze Schaf der Familie. Sie hat eine perfekte Schwester, die natürlich die Eltern total von sich überzeugt und alles so prima und 1A hinkriegt. Und Ray ist irgendwie so das genaue Gegenteil. Sie ist nämlich schusselig, sie weiß nicht so wirklich, was sie mit ihrem Leben anfangen will, beziehungsweise versucht es eigentlich den Eltern recht zu machen, beginnt dann ein Studium, das sie nicht durchzieht, beginnt dann ein anderes Studium, dass sie natürlich auch dann nicht richtig durchzieht, aber beides wäre was, was die Eltern glücklich gemacht hätte, aber es ist nicht das, was Ray glücklich machen würde, denn sie würde am liebsten auf irgendeine große Bühne oder auf die großen Bühnen der Welt und einfach singen. Als Ray eines Morgens dann durch München joggt, trifft sie auf die mysteriöse Kara. Kara überzeugt sie davon, dass sie ihr Leben in München sozusagen aufgeben soll, um mit ihr nach Berlin zu reisen. Und Ray weiß eigentlich gar nicht so genau, warum sie einer Person, die sie erst 10 Minuten kennt, zustimmt und mit ihr nach Berlin zieht. Jetzt mal ganz ehrlich, würdet ihr das tun? Ich glaube nicht. Aber Kara ist kein gewöhnlicher Mensch. Nein, sie ist eine Walküre und kann die Menschen dadurch so ein bisschen bezirzen oder beeinflussen. Ray geht dann mit Kara nach Berlin und findet in der Wohnung, in der sie kurzweilig unterkommen, einen Flyer von einer Lokalität, die sich Valhall nennt. Und dort geht es um einen Auftritt, den Ray natürlich direkt machen möchte. Aber Kara ist irgendwie nicht mit bei der Sache und möchte sie davon abhalten, dorthin zu gehen. Warum, erfahren wir natürlich später. Dort spitzt sich die Lage dann zu und Kara muss Ray gestehen, dass sie eine Walküre ist und dass Ray zu hören bestimmt ist. Sie soll nämlich eine Heldin werden. Ray hält das Ganze natürlich für absoluten Bullshit, flüchtet vor Kara und läuft dort in die Arme von Loki. Ja, ihr habt richtig gehört, Loki spielt in dem Buch auch eine Rolle. Genauso wie Thor, genauso wie Tyr, genauso wie Odin. Am Anfang des Buches switcht die Geschichte noch kurz hin und her zwischen München, Berlin, also Ray und Kara und der Götterwelt. Denn in der Götterwelt gibt es eine Prophezeiung, dass eine neue Heldin geboren werden soll. Und diese soll das Ende der bekannten Götterwelt einläuten quasi. Deshalb möchten die Götter, dass Ray stirbt, dass diese Heldin niemals geboren wird und dass sie definitiv nicht nach Asgard kommt, um, wie laut der Prophezeiung, einen Eisriesen zu töten. Kara sieht das Ganze natürlich ein bisschen anders, denn sie sagt, diese Prophezeiung kann man auch ganz anders deuten. Das Ende der Götterwelt, so wie man sie aktuell kennt, könnte natürlich auch etwas Positives haben. Und deshalb macht sie sich auf den Weg, Ray beizustehen. Natürlich kommt Ray irgendwann in die Götterwelt und wird quasi ins kalte Wasser geworfen. Ich möchte euch natürlich jetzt nicht zu viel von der Story verraten. Ich würde euch empfehlen, euch einfach das Buch zu kaufen, besonders wenn ihr Fans von Marvel und Co. seid. Dann kommen wir jetzt mal zu meiner Meinung über das Buch. Ich habe das Buch, glaube ich, in 3 Tagen durchgelesen. Also es ist wirklich sehr flüssig zu lesen. Man kommt sehr gut in die Geschichte rein, gerade wenn man wie ich auf Marvel und auf The Avengers und Co. steht, ist das natürlich ein Leckerbissen. Als ich gehört habe, dass in dem Buch Thor und Loki vorkommen, war für mich sowieso von Anfang an klar, dass das genau mein Schema wäre, weil ich Thor, gerade den letzten Film, sowas von gefeiert habe und einfach Thor als Figur so toll finde. Im Buch war er mir dann anfangs ein bisschen unsympathisch, aber das hat sich im Laufe der Zeit auch wieder verflüchtigt und gegen Ende habe ich auch gesagt, ach ja, es ist einfach Thor. Was mir halt auch sehr gut gefallen hat, war, dass sehr viel Hintergrundwissen zur nordischen Mythologie in dem Buch verarbeitet waren. Ich habe mich zwar schon immer dafür interessiert, aber so manche Sachen wusste man auch einfach nicht und hat es in dem Buch einfach super ansehnlich erklärt bekommen. Zum Beispiel,
was die Midgard-Schlange ist oder warum Thür seinen Arm verloren hat. So Kleinigkeiten, die in der nordischen Sagenwelt bekannt sind, aber die man als Normal-Laie, sag ich jetzt mal, nicht so kennt. Natürlich gibt es kein Buch, bei dem man von sich aus sagt, das hätte ich 100% genauso geschrieben. Ich hätte an der Story 0,0 geändert. Manche Abschnitte waren mir ein bisschen zu zäh und zu langwierig. Zum Beispiel die Szenerie mit der Hexe. Das hat sich wirklich über etliche Zeiten gezogen. Die Story an sich war mega klasse, aber man hätte es auch in weniger Seiten erzählen können, sage ich mal. Also das ist jetzt wirklich alles Meckern auf hohem Niveau. Ich war super zufrieden mit dem Buch, sonst hätte ich es nicht in 3 Tagen gelesen. Oder ich als Fan hätte mir jetzt zum Beispiel gewünscht, dass die Liebesgeschichte zwischen Kara und Thor noch ein bisschen genauer oder ein bisschen ausführlicher beschrieben werden hätte können. Gutes Deutsch. Auf jeden Fall, ich als Thor-Fan sehe das vielleicht auch nur alleine so, ich weiß es nicht. Ich bin einfach begeistert von diesem Charakter und hätte mir auch gewünscht, wenn noch ein bisschen mehr davon in dem ganzen Buch aufgetreten wäre. Nichtsdestotrotz bin ich super begeistert dafür, dass ich noch nie wirklich Bücher über Göttersagen etc. gelesen habe, bin ich wirklich sehr gut in das Thema reingekommen und nach dem Buch auch ein bisschen schlauer, was das ganze Thema betrifft. Da hat Jenny auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet. Und übrigens ist Jenny auch Booktuberin, also wer ihren Kanal noch nicht kennt, ich verlinke ihn euch unten in der Infobox. Da lohnt es sich definitiv mal vorbeizuschauen, besonders wenn man ein Fan von der nordischen Mythologie ist, von Harry Potter. Sie ist nämlich auch ein riesen Harry Potter Fan, was mein Herz natürlich auch nochmal zum Höherschlagen bringt. Also schaut einfach mal vorbei und schaut euch ihre Videos an. Ich hoffe, ich konnte euch das Buch jetzt ein bisschen näher bringen. Also ich war total begeistert und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Jenny als Booktuberin mit ihrer quirligen Art so mag und natürlich auch, weil sie Potterhead ist. Aber ich würde euch auch genauso sagen, wenn das Buch für mich reiner Schrott wäre. Also es ist wirklich meine eigene persönliche Meinung und da weiche ich auch nicht davon ab, nur weil ich irgendjemanden mag. Ich verlinke euch natürlich nochmal alles unten in der Infobox, packt euch da alle Fakten vom Buch mit rein. Dort findet ihr übrigens auch meinen Link zu meinem Goodreads-Profil. Da habe ich das Buch auch schon bewertet und zwar mit 4 Sternen. In diesem Sinne sage ich Tschüss, Goodbye, auf Wiedersehen, Adios. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!